Was geht ab, YouTube? Heute geht es um Astralreisen. Ich werde euch alles darüber erzählen. Schaut zu. Heute ist nämlich ein krasser Stream. Ich sag's euch ehrlich. Heute ist ein krasser Stream. Ohne jetzt irgendwie so auf, oh ja, boy, wird krass, Bruder, glaub mir. Nein, nein, ganz ehrlich, heute wird krass. Es nervt irgendwie, dass Astralreisen jetzt Trend ist. Die ziehen das ins Lächerliche, Migo. Ja, aber das ist gut. Weil wenn es Trend wäre und die es ernsthaft studieren würden, dann Firma gegen Wand gefahren, sag ich dir, wie es ist. Deswegen ist es gut für uns, dass die Leute ein Meme draus machen. Ich sag dir Real Talk, wie es ist. Ich finde das gut, dass da ein Meme draus gemacht wird. Also, fangen wir mal langsam an. Jetzt haben wir uns genug Memes und irgendwelche Witze und sowas darüber angeguckt. Astralreisen sind meiner Meinung nach eine reale Sache. Und damit meine ich nicht, dass Astralreisen eine Sache sind, wo ich mir nicht sicher bin, ob es stimmt, wo ich denke, dass es so sein könnte, wo ich was auch immer, sondern für mich sind Astralreise eine Sache, wo ich sage, ja, ich für mich persönlich weiß, dass es real ist. Was ihr glaubt, was ihr denkt, davon haltet, ist eure Sache. Ich persönlich sage euch, Astralreisen sind meiner Meinung nach real. Es ist kein Traum, wo du sagst, oh, das ist voll der reale Traum, wo du denkst, du fliegst rum, aber es ist eigentlich nur ein Traum. Viele sagen, es ist ein Traum oder derjenige, der Astralreisen hat, der denkt, es ist echt. Nein, Astralreisen sind echt. Man hat das Ganze getestet, ja. Jetzt wolltet ihr letztens alle den Test sehen bei Edis und da sollte irgendjemand diese drei Teile erraten. Aber natürlich war keiner im Chat dabei, der wirklich Astralreisen kann. Und es gibt Unterschiede bei Astralreisen. Ihr müsst euch vorstellen, es ist wie, Edis ist ein guter MMA-Kämpfer, Mert aber nicht. Mert ist ein Anfänger. Und genauso ist das in der Astralreise ebenfalls. Es gibt viele, die Astralreisen können, aber die können nur gerade mal aus ihrem Zimmer oder aus ihrer Wohnungstür raus. Die schaffen es aber nicht, Orte zu besuchen und zu wechseln. Und dementsprechend hat man keinen einzigen gefunden, der jetzt das die Dinge erraten konnte, die bei Edis auf dem Tisch waren. Jetzt ist natürlich erstmal zu erklären, weil viele fragen mich dann direkt, ja, ist das Haram, ist das so, ist das Sünde im Christentum, bla 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 bla. Ich sag euch nur so viel dazu. Im Hinduismus, welches ja auch eine anerkannte Religion ist, oder im Buddhismus, ist das eine gängige Praxis. Das ist eine Sache, die dort ganz normal ist, die die Leute da fabrizieren. Astralreisen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es eine Zeit gab, in der alle Menschen Astralreisen machen konnten und das ganz normal war. Dies aber irgendwann, irgendwie mit der Zeit ausgestorben ist. Beziehungsweise gewisse Leute nicht wollten, dass jeder darüber Bescheid weiß, dass Astralreisen tatsächlich existieren. Die Leute wollten, dass das irgendwann wie so eine Fantasie anerkannt wird. So, ja, der labert irgendwie, der ist doch verrückt, bla 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 oder was auch immer. Ja. Aus meinem persönlichen Empfinden sind Astralreisen real und jeder hat die Möglichkeit, Astralreisen zu machen. Das bedeutet, jeder von euch kann theoretisch Astralreisen machen. Ich habe natürlich einen Freund, der Ali, der ist ein Freund von Hassan, Mert und mir auch. Und der Ali hat natürlich damals, als ich dieses Thema so angeschnitten hatte, beziehungsweise wir so ein bisschen über Verschwörung und Unerklärliches gesprochen haben, hat der Ali seine Geschichte erzählt. Und der Ali ist kein, also ihr habt den Ali alle selber kennengelernt. Ich denke, der Ali ist kein Blöffer und der Ali ist kein Typ, der Langeweile hat und sich so eine Geschichte erfindet, um Aufmerksamkeit im Internet zu kriegen. Dazu muss man sagen, Ali hat nicht mal Instagram. Ein Mensch, der kein Instagram hat, was will der mit Aufmerksamkeit im Internet? Astralreisen sind publik geworden ungefähr 1970. In den 70ern sind Astralreisen in den Zeitungen und Medien publik geworden. Das Thema wurde aber relativ schnell klein gehalten. Es gibt auch Beweise über Astralreisen bzw. das Remote Viewing, welches ebenfalls eine andere Form des Astralreisens ist, welche man schwarz auf weiß nachlesen kann. Es gibt Dokumente beispielsweise vom CIA, die haben damals 20 Millionen Dollar ausgegeben für die Forschung an Astralreisen und Remote Viewing, weil sie gemerkt haben, ey, da ist wirklich was dran. Und ihr wisst ganz genau, wenn eine Regierung bzw. eine Geheimorganisation, wie es die CIA beispielsweise ist, anfängt mit 20 Millionen Dollar und noch 200 Millionen Dollar Black Budget anfängt daran zu forschen, dass da irgendwas dran sein muss. Es gab Testreihen, beispielsweise hat man von Küste zu Küste, man hat an der einen Küste ein Labor gehabt mit 4, 5 Computern, die eine Zahl auf dem Monitor hatten und auf der anderen Seite der Küste waren Probanden, also Versuchsmenschen, die diese Astralreisen wohl drauf hatten, die dann in der Astralreise rübergeflogen sind quasi, sich auf dem Computer die Monitor diese Zahlen angeguckt haben und dann zurückgeflogen sind. Und die konnten diese Zahlen bis zur 5. Stelle, konnten sie wiedergeben. Die konnten sagen, welche Zahlen da standen. Zum Beispiel 5, 6, 7, 8, 9, 5, 3, bla 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 und so weiter und so fort. Ja. Und es waren 10 Zahlen, die konnten aber nur so 5 bis
6 Zahlen wiedergeben. So, das war ein offizieller, für alle, die sagen, ja, geht nicht, bla, das ist ein offizieller Beweis dafür, dass es dokumentiert wurde, dass Astralreisen bzw. eine Art der Astralreise, das sogenannte Remote Viewing, tatsächlich funktioniert. Punkt 1. Es gibt einen Mann, der ist bei der NASA Wissenschaftler gewesen oder ist immer noch, hat seinen Bereich irgendwann gewechselt und der hat in jungen Jahren, ich glaube auch in den 60ern oder so, hat er an Astralreisen geforscht, weil der zufälligerweise damit konfrontiert wurde durch einen Bekannten. Und er hat das erstmal so als Spaß gesehen und denen ging es irgendwie eher darum, Geld zu machen, weil der Typ hat gesagt, wenn ihr mir hier ein Labor aufbaut, wo ich diese Astralreisen und so weiter erforschen kann, dann zahle ich euch dafür, bla 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 und so weiter und so fort. Und der hat es dann gemacht, das Labor aufgebaut und am Ende des Tages hat er aber sich so krass damit beschäftigt und so krass damit auseinandergesetzt, dass er am Ende gemerkt hat, ey, warte mal, ich muss da viel mehr forschen, weil das ist eine große Sache. So, und wenn wir nochmal zurückgehen und ihr mich fragt, was sind Astralreisen, dann kann ich euch nur eins sagen. Astralreisen sind zu vergleichen mit dem No-Clip in einem Spiel. Du kannst komplett durch die ganze Welt, man sagt auch durchs ganze Universum, rumfliegen, wie du willst und dir alles angucken in Real-Time. Es ist kein Traum, es ist nicht, das fühlt sich an, als ob es echt wäre. Nein, du bist wirklich an jeden Ort, den du willst. Wenn du ein fortgeschrittener Astralreisender bist. Du kannst jetzt nicht von heute auf morgen sagen, ey, ich mache jetzt Astralreisen und ich bin der Beste und bla und was weiß ich was. Es geht nicht. Deswegen für all die gerade auf TikTok ihre Filme da machen und sagen, boah, wie geht das? Oder hier auf meinem Discord, da schreiben auch viele, wie geht das? Ich will das machen und bla. Du musst dich erstmal mit dir selbst beschäftigen und verstehen, dass du nicht nur Mensch bist aus Fleisch und Blut. Weil viele denken, Astralreisen ist so wie wenn du jetzt beispielsweise ins Auto einsteigst und losfährst. Aber wie gesagt, heute werde ich euch komplett erklären, weil viele sagen ja, wie geht das? Ich werde euch heute eine Technik nennen, mit der ihr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Astralreise oder das Aussteigen aus dem Körper schaffen könnt. Wir schauen uns erstmal das Video an von dem Physiker. Und zwar ist es ein Kernphysiker der NASA, der spricht über die sogenannten Astralreisen. Schaut euch das jetzt erstmal an, damit ihr versteht, wie das Ganze zustande gekommen ist, durch welche Person das Ganze überhaupt publik geworden ist und auch euch mal die Frage stellt, sollte das überhaupt publik werden oder sollte das geheim bleiben? Wir schauen uns das einfach mal an. Einige von Ihnen wissen, wer ich bin und kennen meinen Werdegang. Einige haben darüber vielleicht mehr gehört, als Ihnen lieb ist, weil alle meine Vorträge auf YouTube verfügbar sind und ich daran immer am Anfang kurz erkläre, wer ich eigentlich bin. Bei meinen Vorträgen sind aber immer so 20-30% an Zuhörern dabei, die keine Ahnung haben, wer ich bin und hier nur zufällig reingestolpert sind. Diese Gruppe möchte natürlich schon gerne wissen, wer ist der Typ und wo kommt er her. Deshalb hier eine kurze Vorstellung zu meiner Person. Was geht, Jumosch? Hört genau zu. Ein guter Weg, um mich zu beschreiben, ist, dass ich ein Wissenschaftler bin und dies mein ganzes Leben lang war. Ich habe an der Universität Physik und Mathematik studiert und habe meine Diplomarbeit im Bereich experimentelle Nuklearphysik gemacht. Jetzt arbeite ich als technischer Berater. Bis letzte Woche war ich für die NASA tätig und jetzt wechsle ich gerade zur Missile Defense Agency, außerdem für die Raketenabwehr zuständigen Bereich des Militärs in Huntsville, Alabama. Dort beschäftige ich mich mit Risikoanalyse. In diesem Bereich habe ich auch mit meinen früheren Arbeitgebern gearbeitet. Die berufliche Karriere geht manchmal seltsame Wege. Man weiß nie so genau, wie sich die eigene Karriere entwickeln wird, bis man mittendrin steckt. Meine Karriere hat sich in Richtung Risikoanalyse entwickelt. Als Risikoanalytiker entwickelt man physikalische Modelle, also exakte mathematische Modelle von hochkomplexen Systemen, um vorhersagen zu können, wie sich diese Systeme verhalten werden, wie die Wahrscheinlichkeit für dieses Verhalten ist und, wenn dies ein Problem darstellt, wie man es beheben kann. Risikoanalyse betrachtet also die Fälle, wo in großen Systemen etwas schiefgehen kann, um dann die Systeme so zu gestalten, dass diese Fälle nie eintreten oder, falls ein solcher Fall doch eintritt, einen Plan B zu haben, um das Problem zu beheben. Ganz kurz, jeder hat verstanden, was das für ein Mann ist. Also es ist kein Bluffer, es ist ein hochrenommierter Kernphysiker, der bei der NASA gearbeitet hat. Ich arbeite also als Physiker nicht in der akademischen Forschung, sondern in der Industrie. Wie kommt aber ein Physiker dazu, Bücher über Bewusstsein zu schreiben? Physik und Bewusstsein sind zwei Themenbereiche, die nicht besonders gut miteinander können. Es gibt nicht viele Physiker, die über ihre eigene ganzheitliche Theorie von allem sprechen. Bei mir hat sich das folgendermaßen ergeben. Ich hatte im Jahr 1972 gerade seit einigen Monaten meine erste Arbeitsstelle angetreten, als mein Chef Bill Joost mir Bob Monroes Buch Journeys Out of the Body oder auf Deutsch Der Mann mit den zwei Leben, Reisen außerhalb des Körpers gab.
Das war damals das einzige Buch von Bob. Mein Chef hatte das Buch gelesen und wollte meine Meinung zu dem Buch wissen. Deshalb drückte er es mir in die Hand und sagte nur, lesen Sie das und sagen Sie mir, was Sie darüber denken. Nun, ich habe das Buch also gelesen und ich weiß nicht, wie viele von Ihnen es kennen, aber einige kennen es vielleicht. Als mein Chef dann einige... Das ist ein Buch, wo er über, wo ein anderer Mann wiederum über Astralreisen und außerkörperliche, auch die sogenannten Out-of-Body-Experience, außerkörperliche Erfahrungen spricht. Es ist ein sehr interessantes Buch, welches er gelesen hat. Und ein anderer wollte wissen, was er davon hält, weil er ein Kernphysiker ist. Versteht ihr? Ihr müsst euch das so vorstellen. Vielen Dank für deinen Sub, Flo, Bruder, ich küsse dein Herz. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ein Mann ist zu ihm gekommen, ich glaube, das war sein Chef, hat er gerade gesagt, hat ihm ein Buch hingelegt über Astralreisen als Kernphysiker und hat gesagt, was sagst du dazu? Ist das eine Verarsche oder kann da was dran sein? Was sagst du als Kernphysiker? Und guck darauf, was er gesagt hat. Einige Zeit später nach meiner Meinung zu Bobs Buch fragte, sagte ich ihm, dass ich bezüglich Bob Monroe drei Optionen für wahrscheinlich halte. Erstens, der Typ verfügt über eine blühende Fantasie, ist nur darauf aus, Bücher zu verkaufen und hat alles in dem Buch nur erfunden. Zweitens, der Typ glaubt, was er schreibt, ist aber geisteskrank. Es passiert alles nur in seinem Kopf und er hat Albträume und fantasiert sich seine Erlebnisse zusammen. Oder drittens, es stimmt. Was er beschreibt, ist wirklich so passiert. Die Experimente, die er beschreibt, hat er wirklich so durchgeführt. Und es gibt einen riesigen Bereich in unserer Realität, von der ich bisher noch nichts weiß. Als Physiker ist es meine Herangehensweise, die Realität zu verstehen und dann ein Modell zu entwickeln. Deshalb war ich wirklich daran interessiert. Wisst ihr, warum das so interessant ist? Weil er ist Kernphysiker. Und er geht immer komplett rational dran. Er versucht, alles komplett logisch zu sehen. Und wenn du einen Kernphysiker, der sein ganzes Leben lang studiert und daran forscht, etwas logisch zu betrachten, mit Astralreisen konfrontierst und der am Ende sagt, das ist real, das ist nochmal was anderes, als wenn du das jetzt zum Beispiel irgendeinem Streamer sagst und der sagt, nein, das ist Fantasie oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Herauszufinden, ob hier Option 1, 2 oder 3 zutraf. Es war aber einer der Fälle, wo man nicht sicher sagen kann, was der Wahrheit entspricht. Es dauerte dann allerdings nicht allzu lange, bis sich die Gelegenheit ergab, Bob Monroe persönlich zu treffen. Es stellte sich heraus, dass Bob Monroe nur 45 Minuten von unserem Arbeitsplatz aus entfernt wohnte. Eine Gruppe von Interessierten aus unserer Firma organisierte, dass wir uns mit ihm treffen konnten, und ich fand sehr schnell heraus, dass weder Option 1 oder 2 zutraf. Die Autos, in denen wir zu Bob fuhren, schlängelten sich über diese über einen Kilometer lange Privatzufahrt zu seinem Grundstück. Hinter dem weißen Zaun, der die Zufahrtsstraße von der Wiese abgrenzte, liefen Pferde neben uns her. Bobs Grundstück war riesig. Es gab darauf zwei Seen und ein riesiges Haus auf einem darüber gelegenen Hügel. Also da war sofort klar, Bob hatte es nicht nötig, Bücher zu verkaufen und erst recht keine Bücher über außerkörperliche Wahrnehmungen. Wir trafen dann auf Bob und er war ein aufrichtiger, warmherziger und auch sehr direkter Mensch. Er hatte nichts zu verkaufen und er versuchte uns auch von nichts zu überzeugen. Bob wollte einfach verstehen, was ihm passiert war. Er wollte, dass seine Erlebnisse real waren und dass man ihn nicht als Spinner ansieht, dem angeblich verrückte Sachen passieren. Er wollte, dass seine Erfahrungen echt und wissenschaftlich nachprüfbar sind. Gegen Ende des Tages fanden wir... So, versteht ihr, dieser Bob, der Astralreisen gemacht hat, der wollte, dass man das wissenschaftlich untersucht. Jetzt stell dir mal vor, wenn Astralreisen nicht gehen würden und der Bob sich das alles erfunden hätte, er ist komplett verrückt, würde er dann wollen, dass man das wissenschaftlich untersucht? Eins in den Chat für ja, zwei für nein. Würde er wollen, dass man das wissenschaftlich untersucht, wenn er das alles erfunden hätte und das alles Verarsche wäre? Natürlich nicht, er ist doch nicht blöd. Dann würde der Schwindel ja auffliegen und seine Bücher werden nicht mehr gekauft. Das heißt, er wollte ganz klar, er hat gesagt, bitte untersucht das. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich kann durch die ganze Welt fliegen. Bitte untersucht das. So, das ist für mich auch schon ein Indiz dafür, dass das sehr nah an der Realität ist. Dann heraus, warum er uns eingeladen hat. Nein, es ist nicht Bob Lazar. Wir waren ungefähr 4 Stunden bei ihm und gegen Abend saßen wir auf der Veranda hinter dem, was man damals als das Labor bezeichnete. Das Labor war eine Art Container im Stil eines Wohnwagens. Wir saßen also auf der Veranda und alle, die dort waren, stammten aus dem Wissenschafts- und Technologiebereich unserer Firma. Und es waren alles Wissenschaftler. Bob sagte dann zu uns, ihr seid doch alle Ingenieure und Wissenschaftler, oder? Wir bejahten dies und wunderten uns, was jetzt wohl kommt. Bob fragte dann, ob jemand der Anwesenden bereit wäre, mit ihm ein Versuchslabor aufzubauen, um darin das menschliche Bewusstsein zu erforschen. Es hat keine Sekunde gedauert, bis ich meine Hand gehoben hat und sagte, klar, ich bin dabei, aber unter der Bedingung, dass Sie mir im Gegenzug alles beibringen, was Sie über außerkörperliche Erfahrungen wissen. Ein paar Sekunden später hob Stannis Mannerick seine Hand und stellte die gleiche Forderung wie ich.
Dennis war Ingenieur für Elektrotechnik, ich war Physiker. Also einer für Elektrotechnik, ein Physiker. Jetzt wird's crazy. Bob schaute in die Runde und hatte wohl darauf gehofft, dass sich jemand mit gutem Ruf und reichlich Berufserfahrung melden würde und nicht zwei junge Paaren 20-Jährige, die frisch von der Uni kamen. Dennis Manerick ist übrigens heute hier im Raum, er sitzt dort hinten. Damit begann dann. Wie witzig, ne, dass der Elektrotechniker auch noch da gerade im Raum sitzt und so. Ein sehr langwieriger Prozess, bei dem Dennis und ich jeden Montag, Mittwoch und Freitagabend nach dem Abendessen zu Bob Monroe fuhren und dort die Technik fürs Labor aufbauten, um es in eine richtige Forschungseinrichtung zu verwandeln. Dann kam Bob dazu und Dennis und ich legten uns in die Betten im Labor. Es gab im Labor drei Räume, die jeweils völlig isoliert gegen Schall und elektromagnetische Strahlung waren. Wir legten uns also in die Betten, in je einer der Isolationskammern und setzten uns Kopfhörer auf, über die Bob aus dem Kontrollraum mit uns sprechen konnte. Bob brachte uns dann bei, mit ihm zu kommunizieren, damit wir, während wir uns in diesen veränderten Bewusstseinszuständen befanden und mit unserem Bewusstsein unseren Körper verlassen hatten, trotzdem mit ihm sprechen konnten. Das war notwendig, denn Bob konnte uns schlecht etwas beibringen, ohne zu wissen, welche Wahrnehmung wir gerade hatten. Das war also die Vorgehensweise damals und es fühlte sich etwas seltsam an, sich in diesen veränderten Bewusstseinszuständen außerhalb des Körpers zu befinden und trotzdem den Körper zum Sprechen zu benutzen. Aber man kann das lernen. Meine Technik war damals, dass ich eine außerkörperliche Erfahrung machte, dann partiell in meinen Körper zurückkehrte und Bob Bericht erstattete, was ich erlebt hatte. Dabei ist man partiell noch außerhalb des Körpers und erlebt quasi zwei Realitäten gleichzeitig. Die nächsten 5 Jahre verbrachten Dennis und ich jeweils etwa 20 bis 25 Stunden wöchentlich mit Bob Monroe im Labor, um das Labor aufzubauen und um außerkörperliche Erfahrungen zu erforschen. Nach knapp 2 Jahren dieser Zeit wurde uns langsam klar, dass was wir da machten etwas ziemlich Außergewöhnliches war. Wir führten über alle Versuche genaue Statistik, lasen zum Beispiel Zahlen von Tafeln in verschlossenen Räumen ab, haben Menschen geheilt, wir haben mit Fernwahrnehmung, also Remote. Hört zu, was er gerade sagt. Wir benutzten dafür eine Technik, wir lasen mit unseren Augen oder mit der astralen Wahrnehmung Zahlen von einer Tafel in einem verschlossenen Raum ab, heilten Menschen, weil das ist auch ein Punkt, was viele nicht wissen. Viele sagen, ich will spannen, ich will meine Ex besuchen. Ne? Er sagt, wir heilten Menschen. Das ist auch crazy. Hört genau zu. In verschlossenen Räumen ab, haben Menschen geheilt, wir haben mit Fernwahrnehmung, also Remote Viewing, experimentiert. Wir haben lauter Versuche gemacht, wo sich die Ergebnisse im Anschluss wissenschaftlich verifizieren ließen, um sicherzustellen, dass wir wirklich mit unserem Bewusstsein außerhalb unseres Körpers waren. Damals haben wir uns die Überschriften von Zeitungen angeschaut, eine Woche bevor die Zeitung überhaupt erschienen ist. Oder wir haben unser Bewusstsein an einen anderen Ort projiziert, um wahrzunehmen, was dort passiert. Zu diesem Zeitpunkt waren wir in der Lage, mit unserem Bewusstsein, wann immer wir wollten, unseren Körper zu verlassen. Um zu diesem Punkt zu kommen, brauchten wir etwa 1,5 Jahre. Also, die haben etwa 1,5 Jahre gebraucht, um die Astraltechnik zu perfektionieren. Und wann sie wollten, konnten sie aus ihrem Körper rausgehen. Nach 1,5 Jahre intensivem Training. Nochmal für euch. Es bedarf aber einer anderen Art von Erfahrung, um jemanden zu überzeugen, dass die ganze Sache wirklich real ist. Dies kann keine intellektuelle Erfahrung sein. Bis dahin waren aber alle unsere Erfahrungen auf intellektueller Ebene. Wir haben uns zum Beispiel außerkörperlich mit anderen Menschen getroffen und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinge wie zum Beispiel das Heilen oder die Fernwahrnehmung einfach nur Zufall waren, lag vielleicht bei 1 zu 1 Million. Wir wurden richtig gut darin, korrekte Antworten zu den gestellten Aufgaben zu liefern. Das ist aber eben alles nur im Intellekt passiert. So, ihr müsst verstehen, der hat es geschafft nach 1,5 Jahren mit Training. Er ist wirklich Profi quasi, Profi-Astralreisender geworden und hatte da erst gerade die Möglichkeit, korrekte Antworten auf Fragen zu geben, die er eigentlich nicht beantworten kann. Und jetzt zu der Frage. Ich glaube das nicht, weil keiner hat die Sachen bei Edis erraten und so weiter und so fort. Natürlich, also wir haben ja auch keinen im Chat, der seit 3, 4 Jahren Astralreisen macht und schon sehr professionell darin ist. Versteht ihr, wie ich meine? Erst als ich und Dennis eine gemeinsame außerkörperliche Reise unternommen haben, ist bei mir der... Eine gemeinsame außerkörperliche Erfahrung. Eine gemeinsame. Die sind zusammen dann aus dem Körper raus und sind zusammen rumgereist. So weit waren die schon. Der Groschen gefallen, dass unsere Experimente wirklich real waren. Bei diesem Experiment haben wir uns einige Meter oberhalb des Labors in der Luft getroffen und sind dann zusammen für knapp 2 Stunden auf eine außerkörperliche Reise gegangen. Dabei haben wir im außerkörperlichen Zustand miteinander geredet, wir haben gemeinsame Beobachtungen gemacht und als wir in unseren Körper zurückkehrten, hatte Bob Monroe natürlich alles, was wir während dieser 2 Stunden gesagt hatten, auf 2 unterschiedlichen Tonbändern aufgezeichnet.
So, versteht ihr? Der hat mit seinem Kollegen eine Astralreise gemacht. Die waren in zwei verschiedenen Räumen. Diese beiden Räume waren verschlossen. Die hatten da ein Mikrofon in diesen Räumen und sollten, nachdem sie wach werden, erzählen, was passiert ist. Die haben aufgenommen auf Tonbändern beide, was passiert ist. Und es war, die haben beide das Gleiche gesagt. Das bedeutet, die haben geschlafen, geträumt, wie alle sagen, aber es sind Astralreisen, haben was erlebt und haben das danach aufs Tonband angesprochen. Man hat sich beide Tonbänder angehört und man hat gesagt, das ist eins zu eins dasselbe. Die waren tatsächlich zusammen unterwegs. Und es gibt ein Volk im Urwald von Peru, war das, glaube ich. Kannst du dir vorstellen, dass es ein Volk gibt, welches gemeinsam schlafen geht und dann auch gemeinsame Träume hat? Ja, sie treffen sich in ihren Träumen und laufen auch gemeinsam durch diese. Die Rede ist vom Volk der Senoi. Die Senoi sind ein Volk der Malakka-Halbinseln in Malaysia, welche schon seit... Ich war in Peru, es ist Malaysia. Jahrhunderten gemeinsame Träume praktizieren. Die sogenannte Traumteilung besteht darin, gemeinsam schlafen zu gehen und sich in der anderen Welt, so wie sie sie beschreiben, zu treffen. Die Senoi berichten davon, dass sie sich in dieser Traumwelt treffen und miteinander interagieren können. In dieser Welt... So, pass auf, es ist ein Urvolk, bedeutet ein Volk, welches noch sehr primitiv mit Pfeil und Bogen jagen geht und sehr primitiv lebt. Die gehen zusammen schlafen und die sagen... Es sind gemeinsame Träume, die sie haben. Wenn die wach werden, erzählen die alle von demselben Traum. Was man jetzt natürlich sagen kann, ist, das sind Astralreisen, was die machen und keine Träume. Versteht ihr? Treffen sie auch böse Gestalten, die sie dann gemeinsam bezwingen müssen. Es sei wohl wichtig, sich in dieser Traumwelt Gefährten zu suchen, die einem in schwierigen Situationen helfen können. Diejenigen mit den meisten Gefährten in der Traumwelt sind in der irdischen Welt, also unsere Welt, die Schamane, also die höchst entwickelte spirituelle Form des Volkes. Schwangere Frauen der Senoi berichten davon, dass sie in dieser Welt bereits mit ihren ungeborenen Kindern kommunizieren können. Das ist auch interessant. Die Frauen, die schwanger sind, sagen, dass sie in der Astralwelt mit ihren ungeborenen Kindern kommunizieren können. Und diese bereits in der Traumwelt darauf vorbereiten, gemeinsam zu träumen. Für die Senoi sind Träume extrem wichtig. Wenn sie wach werden, ist das Erste, was sie tun, sich zusammenzusetzen und über ihre Träume zu reden. Die Senoi machen so gut wie alles zusammen und besitzen über eine sehr große emotionale Reife, die sich auch in ihrem Handeln widerspiegelt. Bei den Senoi gibt es keinerlei psychische Erkrankungen oder so etwas wie Neid oder Missgunst. Wenn einer aus dem Volk Probleme hat, dann hilft ihm oder ihr das ganze Volk dabei... Ja, das ist jetzt nochmal so Side-Informations. Aber... Das Volk der Senoi träumt gemeinsam und sie sprechen ganz offen darüber. Für mich persönlich macht das Volk der Senoi Astralreisen. Und für mich persönlich machen sie diese Astralreisen auch so locker und entspannt, weil sie keine verkalkten Zirbeldrüsen haben, so wie wir. Denn unsere Zirbeldrüsen sind durch Wasser, Zahnpasta und so weiter, was es alles gibt, verkalkt. Da sie im Wald, im Dschungel, im Urwald leben und sich nur von natürlichen Dingen ernähren, die nicht gespritzt oder sonst was sind, ohne Pestizide und so weiter und so fort, haben sie selbstverständlich eine sehr, sehr glasklare Zirbeldrüse und machen gemeinsam Astralreisen. Das nur dazu. Für die Leute, die sagen, nein, das ist ein Traum, man kann sich da nicht treffen, das ist alles nicht real, bla 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 bla. Die Zirbeldrüse ist im Gehirn. Tapes. And Dennis and I, of course, couldn't hear each other. Dennis und ich konnten uns während dieser zwei Stunden natürlich nicht hören, da wir in den schalldichten Kammern lagen. Wir trafen uns dann mit Bob Monroe im Kontrollraum und er startete die beiden Bänder mit unserer Sprachaufzeichnung, sodass man gleichzeitig hören könnte, was ich und Dennis während der zwei Stunden gesagt hatten. Und wir beschrieben exakt die gleichen Wahrnehmungen. Das konnte unmöglich Zufall sein. Also die Möglichkeit, dass es Zufall ist, ist gleich null. Es können nicht zwei Menschen in zwei verschiedenen Räumen sein, abgeschottet voneinander und die gleichen Geschichten erzählen. Das ist nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich. Dieses Erlebnis hat mich tief beeindruckt. Es hat Tamam, jemand soll es beweisen, glauben wir daran. Jani, erzählen kann jeder. Aber guck mal, Bruder, wie du schreibst. Tamam, Jani, jeder, ja. Bruder, meinst du, dir wird es irgendjemand beweisen? Nichts gegen dich, Bruder. Aber meinst du, irgendein Wissenschaftler wird es irgendein Kenneck aus der Straße erklären, Bruder? Du musst dabei noch bedenken, dass sehr wahrscheinlich Menschen existieren, die Astralreisen jeden Tag machen, so viel die wollen, so oft die machen und das für die wie eine Arbeit ist. Die können Sachen sehen, bevor wir sie mitkriegen. Die können sehen, welcher Burger der nächste bei McDonald's ist. Die können sehen, was hier passiert. Die können sehen, was da passiert. Die können sehen, was in einem geschlossenen Büro gesprochen wird. Verstehst du? Ich wette mit dir, es gibt sogar eine Firma für Astralsicherheit. Ich kann es mir vorstellen. Das hört sich jetzt bescheuert an. Stell dir vor, du hast eine Riesenfirma, Multimilliardär, hast eine Idee, die keiner kennt, ja? Zum Beispiel die Big Mac-Soße oder irgendwas. Ich kann mir vorstellen, und das hört sich echt bescheuert an,
dass es sowas wie eine Security gibt, die in Astralreisen, auf Astralreisen basiert. Aber wir gucken erstmal weiter. Einige Wochen gedauert, um zu akzeptieren, dass das alles real ist. Bis dahin waren das für mich einfach nur seltsame oder auch lustige Erlebnisse. Zwar lag die statistische Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 1 Million, aber für mich war es bis zu diesem Zeitpunkt einfach nicht real. Es bedarf dazu einer solchen einschneidenden Erfahrung. So bin ich also zu der ganzen Sache gekommen und da ich nun mal Physiker bin, habe ich ein natürliches Interesse daran herauszufinden, wie das Ganze funktioniert. Was sind die Begrenzungen? Was kann man damit anfangen? Was hat das alles zu bedeuten? Wenn das, was wir erlebt haben, eine andere Realität ist, dann ist sie ähnlich wie unsere Realität. Aber die außerkörperliche Realität hat ihre eigene Physik und ihre eigene Kausalität. Diese Realität hat ihre eigenen Gründe, warum sie existiert. Antworten auf diese Fragen zu finden, war meine Mission für die folgenden 30 Jahre. Und Antworten kann man nur durch Forschung finden. Man muss sich in diese anderen Realitäten begeben und Dinge tun und wiederholen, bis man die Gesetzmäßigkeiten erkannt hat. Wenn man dies tut, handelt man wie ein Wissenschaftler und dann findet man heraus, wie die Zusammenhänge sind und wie diese anderen Realitäten funktionieren. Das braucht allerdings viel Zeit. Etwa 30 Jahre später war ich dann an dem Punkt angelangt, wo ich glaubte, einen Aha-Moment zu haben und zu erkennen, wie sich all meine Experimente in ein schlüssiges Gesamtbild zusammenfügen lassen. Und das hat dazu geführt, dass ich mein Buch My Big Toe, also zu Deutsch meine große Theorie von allem, geschrieben habe. Alles klar. Okay, auf jeden Fall, das ist schon mal ein sehr interessantes Video. Natürlich gibt es noch andere Videos von dem, die 2-3 Stunden lang gehen, wo er nochmal alles ausführlich erklärt. Aber das ist für mich einer der interessantesten Punkte dafür, dass Astralreisen real sind. Plus, als ich Ali kennengelernt habe damals, hat er mir Sachen erzählt, die ich dann irgendwann von anderen Leuten, die ebenfalls Astralreisen machen, auch gehört habe. Wie beispielsweise in einer Astralreise. Das weiß jeder mittlerweile. In einer Astralreise gibt es schwarze Wesen. Warte. Eine türkische Astralreise hat erzählt, wollte zu einem Ort, da waren Leute, die als Wächter... Ja, guck mal, hör zu. Also, wie würdet ihr Astralreisen, wenn sie real sind, weil viele sagen ja, sie sind nicht real. Wenn sie real sind, wie krass sind sie weltweit? Wenn du alles weltweit auf eine Waage legst, zum Beispiel Waffengewalt, nukleare Waffen, Atomwaffen, mächtige Männer, Geld... Politik, bla, alles so auf eine Waage legst. Wo steht Astralreisen? Auf welchem Platz? 1 ist das Beste, 1 Million ist das Schlechteste. Auf welchem Platz wären Astralreisen? Bruder, auf der 1. Auf der 1. Sowas von auf der 1. Und wenn etwas so krasses wie Astralreisen beispielsweise, man weiß ja nicht mal, ob das sicher ist, was ich hier mache. Also ich sage jetzt schon, wenn irgendjemand was dagegen hat, dass ich darüber rede, kontaktiert mich mit einer offiziellen E-Mail von einem offiziellen und ich höre auf damit, Digga. Ich rede nicht mehr über Astralreisen. Aber bitte lasst meine Bremsen in Ruhe. So, versteht, guck mal, ihr müsst verstehen, ich habe eine Geschichte, das erzähle ich euch jetzt, guck mal. Ich habe eine Geschichte von einem, das ist wirklich so eine Sache, die werde ich euch sehr vorsichtig erzählen, weil das ist eine Sache, der ich nachgeforscht habe und was gefunden habe, was der es mir erzählt hat, gar nicht wissen konnte. Ihr müsst verstehen, mir hat ein Mensch was erzählt, der nichts mit solchen Sachen zu tun hat. Der ist ein Kenneck. Ist ein Bruder, ist ein Kenneck. Der hat mir was erzählt, der hat aber nichts mit diesen Themen zu tun. Der hat die Geschichte von einem Freund von sich erzählt, die sein Freund ihm erzählt hat. In dieser Geschichte geht es darum, dass jemand jemanden kennengelernt hat und dieser jemand wusste, was der jemand letzte Nacht gemacht hat in seinem Bett. Und das war eine Sache, nicht jetzt, der hat gebumst oder was weiß ich, es war eine Sache, die wirklich, da hätte keiner drauf kommen können. Und diese Person, die das rausgefunden hat, war eine sehr mächtige Person. Das wusste aber keiner. Diese Person, die das rausgefunden hat, was der gemacht hat, habe ich dann mal gegoogelt, mir die angeguckt, die Person, weil ich dachte, ey, was labert der Digga? Und habe bei dieser Person Symbole gefunden, die noch schlimmer sind als beispielsweise solche Symbole, die in eine ganz andere Richtung gehen, eine Richtung, die komplett Blacklist ist, was du niemals auf Twitch oder so reden darfst. Und der Typ, der mir das aber erzählt hat, der kann ja gar nichts davon wissen, weil der sich nicht damit beschäftigt. Das sind Symboliken, die nicht mal jeder kennt. Ich kenne sie, weil ich mich sehr viel damit beschäftige. Die findest du im Darknet, Dark Web, wie auch immer. Und diese Symbolik habe ich dann auf einer Organisation von diesem Typen gefunden, der wusste, was der eine Typ in der Nacht gemacht hat. Da war mir schnell klar, der Typ hat eine Astralreise gemacht. Sonst hätte er niemals herausfinden können, was dieser eine Typ in seinem Bett abends gemacht hat. So, es geht nicht jetzt, der hat gebumst, der hat sich einen runtergeholt oder so. Es war was Krasses, worauf man nicht kommen kann. Und als ich danach noch die Symbolik bei diesem Mann gefunden habe und rausgefunden habe, zu was für einer Gruppierung er gehört und was für ein Mensch er ist, habe ich mich davon distanziert, weil der Typ war so weit in der astralen Welt, dass er
wusste, wenn jemand sich sein Bild anguckt. Es ist ein Level, eigentlich muss ich hier auch direkt aufhören zu sprechen. Diese Person ist eine Person. Du guckst dir jetzt ein Bild von der Person an, die schreibt dich an und sagt, hey, wie geht's dir? So eine mächtige Person ist das. Und diese Person konnte noch ganz, ganz andere Sachen, die ich aber nicht hier erwähnen werde. Weil wenn ich nur 2, 3 Fähigkeiten dieser Person nenne, die sie kann, werden erstens alle sagen, ich bin verrückt. Und wenn das eine falsche Person hört, werde ich sehr wahrscheinlich Besuch kriegen. Und das ist auch kein Spaß gerade oder sonst was. Ich kann euch nur so viel sagen. Es gibt Menschen, die haben Fähigkeiten, wo andere sagen würden, Bruder, halt deine Fresse. Das ist doch Harry Potter, Digga. So. Verstehst du? Deswegen gehe ich davon aus, dass du in der Astralwelt dir einen Nutzen von diesen Wesen machen kannst und die dir hier Fähigkeiten geben. Aber an der Stelle beenden wir das Thema. Ich wollte euch nur sagen, dass es auf jeden Fall noch ganz, ganz andere Hausnummern gibt, wo du gar nichts mehr zu sagen hast. Es gibt Menschen, die könnten jetzt dafür sorgen, dass ich jetzt auf einmal keine Luft mehr kriege. Oder dass ich jetzt mich schwindelig, ich muss Stream ausmachen oder was weiß ich was. Solche Menschen gibt es. Auf jeden Fall war mir dann bewusst, okay, dieser eine Typ konnte das nicht. Ihr müsst euch das so vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr beschäftigt euch mit Kernphysik. Ihr seid Kernphysiker, als Beispiel, ja? Mit irgendeiner Sache, die keiner kennt. Ihr beschäftigt euch damit, ja? Du beschäftigst dich mit Valorant, beispielsweise. Ein Computerspiel. Du kennst alles von Valorant. Du bist Profi da drin. Und dann erzählt dir deine Mutter, ey, da ist ein Typ, der hat so und so gemacht. So. Die hat keine Ahnung von Valorant, aber sie sagt dir etwas, was erst 3 Tage später bei Valorant geleakt wird. Was erst 3 Tage später rauskommt. Was würdest du sagen? Du würdest sagen, ey Digga, meine Mutter die hat die Wahrheit gesagt. Der Typ ist wirklich, der kennt sich, der ist wirklich, der arbeitet bei Valorant. So ein Moment war das, damit ihr versteht ungefähr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, weil dieser Mensch war ein sehr, 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 sehr mächtiger Mensch. Und ich sag euch, wie es ist. Alles, was ihr so kennt, Geheimorganisation und so weiter, ist so Müll dagegen. Müll im Sinne von Macht. Es gibt Menschen, die rufen den Präsidenten an und sagen, hol mal den aus dem Gefängnis, der gehört zu uns. Und der kommt aus dem Gefängnis, es wird ein anderer Typ ins Gefängnis getan, der aussieht wie der und ja, so, als Beispiel. Auf jeden Fall, jetzt sind wir ein bisschen tiefer reingegangen, Astralreisen sind ein sehr, sehr mächtiges Tool. In der astralen Welt, jeder von euch hat einen Freund oder einen Kollegen, der auf alles scheißt, der vor gar nichts Angst hat, der an nichts glaubt. Kennt ihr diese Leute? Kennt ihr diese Leute? Jeder hat einen Freund, der so komplett alles macht. Du sagst, ey, was ist das? Traust dich das zu trinken? Der schluckt einfach runter und sagt, ja, und jetzt? Und danach ist er in seinem Film und kommt wieder raus. Oder, ey, traust dich runter zu springen? Bam, der springt sofort runter. Jeder hat diesen einen Kollegen. Und solche Menschen sind für die Astralwelt gemacht. Solche Menschen haben es leicht, in eine astrale Welt zu kommen. Beziehungsweise in die astrale Welt zu kommen. Und alle Menschen, die so sagen, ey Bruder, kann da was passieren? Boah, ich hab ein bisschen Schiss. Ey, diese schwarzen Wesen mehr. Verpiss dich. Fang gar nicht erst an, dich mit sowas zu beschäftigen. Weil in der astralen Welt ist jeder Gedanke, den du hast. Du musst nur Angst an Angst denken und es kommt etwas, was dir Angst macht. Du musst an Freude und Stärke, wenn du in der astralen Welt bist und dir denkst, ich bin wie Son Goku, bam, Power und ich flieg rum. Dann machst du das auch in der astralen Welt. Sobald du aber nur eine Sekunde, und das ist genauso wie Leute, die zum Beispiel nach Holland gehen, kiffen und Abkacker haben. Ich hab Abkacker, weil er sich reingesteigert hat. Diese Menschen sollten sich von der astralen Welt fernhalten. Jetzt gibt's natürlich jeder, ich habe ja auch Angst, deswegen mache ich das auch nicht. Deswegen mache ich keine astralen Reisen. Ich werde auch immer gefragt, warum machst du keine Astralreisen? Ja, Bruder, weil ich Angst habe. Ich kenne meine Psyche. Ich bin so ein Schisser. So einmal, eine Millisekunde werde ich an so Angst denken, an sowas Böses und so und dann passiert das. So, weil, ihr müsst euch vorstellen, die astrale Welt funktioniert nicht mit Reden, mit Laufen, mit Muskelbewegen. Die astrale Welt funktioniert mit Gedanken, mit alles, was du in deinem Kopf denkst, was du dir vorstellst. All das ist dann auch da. Ich weiß nicht, wie die astrale Welt funktioniert, ob das Schwingungen sind, ob das Vibrationen, Wellen oder was auch immer sind. Aber es steht eine Sache fest, die astrale Welt funktioniert so, wie du sie dir vorstellst. Wenn du dir denkst, ey, boah, ich glaube, ich sterbe in der astralen Welt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du in der Astralreise sterben kannst. Und für die Frage, die jeder stellt, kann man während einer Astralreise sterben? Ja, du kannst in der Astralreise, meiner Meinung nach,
kannst du in der Astralreise sterben. Das liegt nicht daran, dass dein Monster kommt nicht auffrisst. Das liegt daran, dass während du in der astralen Reise bist oder in der Astralwelt bist, dein Körper in der physischen Welt, also in dieser realen Welt, sehr hoch beansprucht wird. Das bedeutet, dein Herz fängt sehr schnell an zu schlagen. Und wenn du dann Angst kriegst in der astralen Welt, weil du ein Monster siehst oder dir das vorgestellt hast, dann ist dein Körper richtig, richtig am Pumpen und kann einen Herzstillstand bekommen, wie es beispielsweise bei Ali passiert ist. Ali hatte einen Herzstillstand. Er war natürlich vorbelastet mit der Herzmuskelentzündung, aber Ali hatte dann einen Herzstillstand. Deswegen, wenn ihr so Leute seid, die sagen, ey, mir ist alles egal, ich trau mich, weil guck mal, lustigerweise Atheisten, ungläubige Menschen oder Menschen, die sagen, ich glaube nicht an Geister oder Djinns oder bla, ne? Die machen Astralreisen, die haben nicht einmal so ein Wesen gesehen. Es gibt ein sehr großes Forum, da geht es um Astralreisen. Ich habe mich da durchgelesen. Da ist ein Mädchen, die sagt, ey, ich sehe manchmal diese komischen schwarzen Wesen und ich sage denen immer, hey, verpiss dich mal, was willst du? Die redet so ganz normal, weil die nicht weiß, was das ist. Und die sagt, wenn die so redet mit denen so, ey, hau mal ab, was willst du von mir? Verschwinden diese schwarzen Wesen sofort. Das bedeutet, diese schwarzen Wesen, die jeder in seinen Astralreisen sehen kann, die können nur dann etwas tun, wenn du Angst hast. Versteht ihr das? Und ich sage euch eine Sache, weil jeder sagt, es gibt Djinns, es gibt Dämonen, es gibt Dingens. Hier in diesem Raum mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sind gerade 4-5 Stück davon und hören zu. Weil diese astrale Welt, die ist immer da. Die können mich nicht berühren, die können mich nicht Nein, Spaß. Die können mich Wir müssen ein bisschen Humor wieder reinbringen. Die können mich nicht berühren, die können mich jetzt nicht schlagen oder sonst was, aber die sind da, die hören und die würden sich freuen, wenn ich in die astrale Welt gehe, um es mir richtig zu zeigen. Das ist auch der Grund, warum ich nicht, Digga, hab gerade gezuckt, Mann, alles gut. Das ist der Grund, warum ich keine astralen Reisen mache. Wenn es mir aus Versehen passiert, dass ich auf einmal in der Schlafparalyse lande, dann spiele ich immer so ein bisschen rum mit diesem, ich möchte diese Vibration spüren und diese Sounds hören, um mir wieder zu bestätigen, okay, das geht. Aber ich gehe niemals richtig in die astrale Welt und versuche da irgendwas zu erreichen, weil ich nicht der Mensch dafür bin. Das ist nämlich der Punkt, den viele falsch machen. Im Moment, jeder Jugendliche will wissen, wie Astralreisen gehen und ich mach das, Bro, bitte, ich will das und das machen, das und das machen. Wenn du das wirklich machen willst, dann darfst du erstmal keine Wörter wie Eiri, Yani, Digga und solche Wörter dürfen gar nicht in deinem Vokabular sein. Weil dann bist du schon kein Mensch dafür. Weil es ist wirklich eine Sache für Menschen, die sich mit ihrem Körper und Bewusstsein beschäftigen, die ein bisschen weiter im Kopf sind. Versteht ihr? Es hört sich blöd an. Es ist tatsächlich eine Sache für Menschen, die ein bisschen weiter im Kopf sind. Es ist einfach so. Das ist auch eine Sache, die Mert gesagt hat, die sehr wichtig ist. Wenn du so ein Typ bist, der sowieso so psychisch ein bisschen labil ist oder ein Mädchen oder ein Junge, der so mit der Psyche nicht ganz fit ist, mach es auch nicht. Lass es auch sein. Dann ist es auch nichts für dich. Astralreisen sind für einen Menschen, der abenteuerlustig ist, der keine Angst vor nichts hat, der stabil im Leben steht, der schon Sachen ausprobiert hat und nie Angst oder so hat. Diese mutigen Leute, für die ist Astralreisen. Die sagen, ey, ich probiere das jetzt auf Ernst. Ich lege mich hin, wenn ich ein schwarzes Wesen sehe, ich rede mit dem, ich sage, lass mich in Ruhe. So, für diese Leute sind Astralreisen. Das als allererstes, um die Frage zu beantworten, weil das ist eine wichtige Frage. Wer kann denn überhaupt Astralreisen machen? Okay, so viel dazu. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe diese Grundvoraussetzung, ich bin so ein Mensch, der keine Angst hat, der so voll mutig ist. So, ich habe grundsätzlich echt nie Schiss vor irgendwas, auch nicht vor Geister, Djinns. Ich laufe im Dunkeln durch meine Wohnung und sage, kommt doch Geister und so. Wenn du so ein Mensch bist, dann erkläre ich dir jetzt die weiteren Steps. Es gibt mehrere Wege, in die astrale Welt zu gelangen. Da gibt es einmal den primitivsten Weg, das ist der einer Schlafparalyse. Das ist der Weg, der wie eine Vollbremse ist. Das ist der Weg, der wie ein Totalcrash ist. Du gehst direkt rein, ohne zu wissen, was abgeht. Und zwar, während du eine Schlafparalyse hast. Und ich erkläre euch gleich auch, wie ihr eine Schlafparalyse provozieren könnt. Wenn du eine Schlafparalyse hast und du wirst wach und merkst, ey, ich kann meinen Körper nicht bewegen, aber ich bin wach, dann gibt es einen Weg, um in die astrale Welt zu kommen. Und zwar musst du dir vorstellen, wie du aus deinem Körper rausgehst, nach oben in die Luft oder dich seitlich rausrollst. Du musst dir vorstellen, wenn du die Augen so zumachst, mach dir mal die Augen zu, stell dir mal vor, du hast deinen Körper einmal, den du so bewegen kannst, ja, und du hast aber noch, wenn du deine Arme nicht bewegst, so, und jetzt stell dir vor, wie du deinen Körper bewegst, deine Hände, deinen Kopf nach links, rechts, ohne dass du dich aber wirklich bewegst. Dieses Gefühl musst du kriegen und mit dem Gefühl musst du aus deinem Körper rausgehen. Was dann passiert, ist, du hörst ein sehr, sehr lautes Geräusch, welches sich wie Brummen und wie Rauschen anhört. So richtig krass. Sehr laut. Manche hören Stimmen. So, ich habe so eine Stimme mal gehört, die so. Und dann bin ich wach geworden. Also du hörst auch Stimmen teilweise.
und dein Körper fühlt sich an, als ob dich jemand so schüttelt. So. Und du spürst irgendwie wie so Strom von Füße hoch in den Kopf und wieder runter. So. Und das Gefühl musst du kommen lassen und du musst wollen, dass das stärker wird. Und du musst dir gleichzeitig vorstellen, dass du aus deinem Körper rausgehst. Du darfst keine Angst haben. Wenn du das machst, kommt irgendwann der Moment, wo es auf einmal so alles aufhört. Das Geräusch, das Vibrieren, das alles hört auf. Und du stehst auf einmal neben deinem Bett oder du bist oben an der Wand und kannst dich selber sehen. Du kannst dich selber sehen. Dann bist du offiziell in der astralen Welt. Das ist der erste Schritt. Das kannst du natürlich so oft wiederholen, wie du willst und dann immer wieder weiter versuchen, ein bisschen weiter zu gehen, ein bisschen mal raus aus der Wohnung zu gehen, ein bisschen hier und so weiter und so fort. Das ist der einfachste Weg, über die Schlafparalyse da reinzukommen. Wenn du dich fragst, wie eine Schlafparalyse entsteht. Eine Schlafparalyse ist wissenschaftlich natürlich definiert. Und zwar ist es so, dass eine Schlafparalyse dann entsteht, wenn du sehr erschöpft bist und schlafen gehst, dein Körper direkt einschläft, weil er so kaputt ist, aber dein Geist noch wach bleibt. Wie kannst du diesen Zustand künstlich herstellen? Es gibt einen Trick, den viele Leute machen, die über diesen Weg die Astralreise machen. Und zwar essen sie kurz vorm Schlafengehen eine ganze Tafel Schokolade. Umso dunkler die Schokolade ist, desto besser ist es. Denn es ist so, dass eine Schokolade sehr viel Fett und sehr viel Zucker hat. Und Fett und Zucker ist sehr schwer verdaulich. Das bedeutet, wenn du Fett und Zucker isst, also die Schokolade, eine Tafel Schokolade, dann bleibt dein Magen am Arbeiten. Dein Magen arbeitet ja, während du schläfst. Und wenn du dann einschläfst, ist dein Magen am Arbeiten und hält deinen Kopf wach. Nur dein Magen mit dieser Bewegung, die automatisiert ist von der Verdauung, hält deinen Kopf wach. Und dann wirst du irgendwann wach. Und kannst deinen Körper nicht bewegen, weil dein Körper hat dich wach gemacht durch den Magen, der arbeitet, aber dein Körper ist eigentlich am Pennen. Das sind Techniken, wie du in die Schlafparalyse kommst, beziehungsweise wie du es provozieren kannst. Eine weitere Technik ist natürlich, du kannst dir den Wecker stellen, beispielsweise legst du dich schlafen, stellst dir den Wecker mitten in der Nacht um 4 Uhr morgens. Der Wecker klingelt, du wirst wach, du machst deinen Wecker aus. Legst dich hin wieder, direkt. Du legst dich direkt wieder hin und sagst, ey, okay, ich bin jetzt gerade wach geworden. Ich lasse mich jetzt nicht komplett wach machen. Ich mache jetzt meine Augen zu und versuche mit meinem Kopf wach zu bleiben, aber ich bewege meinen Körper nicht. Dein Körper wird dann relativ schnell so in 20 Minuten einschlafen und dein Kopf bleibt wach. Und dann kannst du, wie bei der Schlafparalyse, raus aus deinem Körper. Das ist auch eine Option.